Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es mal um meine neue Errungenschaft in meiner Werkstatt. Und zwar meine neue Bandsäge. Ich möchte ganz gerne mal ein kurzes Unboxing mit euch machen. Ich blende das gleich ein, wie das Gerät gekommen ist. Und dann möchte ich ganz gerne dazu ein paar Dinge sagen. Ich möchte auch insbesondere ein bisschen auf die Einstellungen der Bandsäge eingehen. Und jetzt, wo ich die Chance noch habe, daneben steht meine alte Bandsäge. Da möchte ich ganz gerne mal einen kleinen Vergleich heranziehen, was bei den beiden Bandsägen unterschiedlich ist, was vielleicht sogar gleich gemacht ist. Einfach einen Größenvergleich auch, vielleicht auch so ein bisschen darauf eingehen, wie man die Maschinen benutzen kann, welche wofür geeignet ist. Vielleicht ist das für euch ja auch interessant, wenn ihr euch eine kleinere Bandsäge meinetwegen anschaffen wollt. Diese hier steht jetzt zum Beispiel zum Verkauf. Also wenn ihr Interesse habt, dürft ihr euch natürlich gerne bei mir melden. Die würde ich dann abgeben. Doch kommen wir jetzt erstmal zum Paket, was mir geliefert wurde. Ihr seht es hier stehen, Riesenkiste, 35 Kilo schwer. Ich packe das jetzt mal mit euch zusammen ein bisschen aus. Hier könnt ihr sehen, alles gut verpackt. Eine Bedienungsanleitung dabei, die Anschläge dabei. Das habe ich jetzt erstmal ein bisschen rausgenommen, um danach an die schweren Teile ranzukommen, denn ich werde das Ganze jetzt nicht in einem Stück runtertragen. Meine Frau hatte da nicht so die richtige Meinung zu und alleine wollte ich 35 Kilo dann auch nicht runtertragen. Insofern nehme ich jetzt erstmal den schweren Gussteller raus und die Einzelteile und trage dann die Maschine runter. Dann ist das auch kein Problem. Ich vermute mal, die wiegt dann alleine noch so 25, 26 Kilo. Ich weiß nicht genau, was der Teller wiegt, aber ich schätze so, ja, 5 bis 8 Kilo wiegt er bestimmt. Also der war schon richtig schwer. Kann man bestimmt auch irgendwo nachlesen, weiß ich jetzt aber nicht genau. Wie gesagt, jetzt erstmal alles raus und dann wird das gute Stück nach unten getragen, ohne die ganzen Anbauteile. Ja, da steht das gute Stück jetzt, fertig zum Abtransport. Jetzt sind halt ein bisschen Muckis gefragt. Ja, eben konntet ihr sehen, wie das gute Stück verpackt angeliefert wurde. Ich habe das dann erstmal alles ausgepackt, weil das Ding wiegt 35 Kilo circa. Da konnte man natürlich den schweren Teller, den konnte man erstmal rausnehmen aus dem Karton. Das habe ich natürlich getan. Dann konnte ich das einzeln runtertragen in Einzelteilen. Das war wesentlich einfacher. Ja, ich mache normalerweise keine Werbevideos dieser Art, aber ich würde ganz gerne mal kurz was dazu sagen, bei wem ich die Maschine erworben habe, bei welchem Händler. Ich habe mir so einige Rezensionen von Händlern angesehen. Ihr kennt sicherlich auch einige Händler, die Record Power vertreiben. Es sind jetzt nicht so viele, insofern fällt die Auswahl da auch nicht so leicht. Bei einem Händler war mir aufgefallen, dass mir die Rezensionen eigentlich nicht so gefielen, insbesondere im Problemfall. Und davon habe ich dann Abstand genommen, da habe ich nicht gekauft. Das war unter anderem auch schon der Fall, als ich mir damals einen Luftreiniger kaufen wollte. Da wollte ich mir den Record Power AC400 kaufen, habe den allerdings dann selber gebaut, weil ich auch bei diesem Händler das Gerät eben nicht erwerben wollte. Und damals, glaube ich, gab es auch noch nicht so viele andere Händler, die auch Record Power vertreiben. Insofern habe ich dann das Ganze selber gebaut. Ich verlinke euch das mal oben rechts, den Eigenbau meines Lüfters. Der funktioniert auch ganz gut eigentlich. Aber eine Bandsäge wollte ich natürlich jetzt nicht selber bauen. Insofern habe ich mich jetzt für den Händler Drexler Bedarf Schulte entschieden. Und ich muss sagen, das lief wirklich super. Ich habe eine kurze Anfrage gestartet, wann die Maschine wieder verfügbar ist. Habe dann direkt nächsten Morgen eine Antwort-Mail bekommen, ganz freundlich geschrieben, dass die also jetzt direkt wieder im Zulauf wäre, den gleichen Tag. Und wenn ich sie jetzt bestellen würde, dann wäre sie auch nächste Woche da. So war es dann auch. Also ich habe die, glaube ich, am Donnerstag bestellt und Montag war die Spedition da. Und das fand ich einfach super, das lief klasse. Und insofern mache ich jetzt einfach an dieser Stelle tatsächlich für die Firma Drexler Bedarf Schulte mal Werbung. Ich habe euch das auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr die Maschine erwerben wollt, könnt ihr sie da kaufen. Also zumindest von der Abwicklung her, vom Kauf her, fand ich das total super. Ich wurde informiert, ich konnte im Portal nachgucken, dass die Maschine im Versand ist und so weiter. Was ich noch ganz schön gefunden hätte, wäre vielleicht, wenn die Spedition sich bei mir noch telefonisch gemeldet hätte. Dadurch, dass ich jetzt aber im Homeoffice bin, ist das kein Problem. Ich bin eigentlich jederzeit da, tagsüber. Ich sage mal, bis 16 Uhr oder sowas ist das nie ein Problem. Ja, hat wunderbar funktioniert. Insofern mache ich jetzt an dieser Stelle einfach mal eine kurze Werbung für die Firma. Fand ich super. Herzlichen Dank dafür nochmal. Ja, gehen wir jetzt mal auf die beiden Maschinen ein. Das eine ist die Record Power Sabre 250. Und die alte Maschine, die ich bislang im Gebrauch hatte, war die HBS 230 HQ von Holzmann. Augenscheinlich von der Höhe her tut sich das jetzt gar nicht so viel. Ich messe das für euch mal aus. Also ich habe jetzt hier bei dem einen noch eine Platte drunter. Das sind so circa 80 cm. Na, wenn man das Rädchen da oben noch mitnimmt, sind das so 85 cm. Und hier die Maschine, die hat jetzt nichts mehr drunter gebaut. Die ist so 81. Und wenn man den Griff dann nimmt, ist das, also vielleicht ist es für euch interessant. Ich hatte das ja auch unter einer Platte, unter einem Board. Ist das so 83, 83,5. Vielleicht ist das für euch wichtig, wenn ihr das irgendwo unterstellen wollt.
Ja, man kann jetzt hier bei der Maschine sehen, schwerer Gussteller. Ich weiß nicht, der wiegt bestimmt 5, 6 Kilo. Das ist ja auch der Grund, warum ich den abgenommen hatte oder aus dem Karton vorher rausgenommen hatte, bevor ich das runtergetragen habe. Hier ist das jetzt ein leichterer Teller. Ich weiß nicht, das ist so vielleicht Aluminium oder auch so ein bisschen leichtes Druckguss, weiß ich jetzt nicht genau. Was auf jeden Fall erstmal auffällt, ist der Anschlag, den man hier hat. Das ist jetzt hier so ein bisschen leichter konstruiert. Der wird halt hier so hingesetzt, den kann man festklemmen, das funktioniert soweit auch, aber man sieht schon, man kann ihn so ein bisschen verkippeln und man kann ihn trotzdem festklemmen. Das funktioniert also bei dem Anschlag jetzt eher nicht. Wenn man den vernünftig eingestellt hat, und ich gehe da auch gleich noch drauf ein, wie ich die Maschine eingestellt habe, da gibt es ja auch so kontroverse Beschreibungen, sage ich mal, wie man sowas macht. Wenn man den jetzt hier so festzieht, dann ist er auch wirklich fest und da bewegt sich nichts mehr und der ist auch wirklich im 90 Grad, wenn man das vernünftig ausgerichtet hat, alles hier. Wie gesagt, ich gehe da gleich noch ein bisschen drauf ein, um mal kurz zu erklären, wie ich das Gerätchen eingestellt habe. Ich werde jetzt das mal öffnen hier. Was ich hier schön finde bei der Holzmann, das ist einfach nur kurz drehen, dann ist die auf. Bei der Record Power muss man jetzt deutlich länger drehen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video jetzt sehen könnt. Man muss hier jetzt echt kurbeln. Das ist so ein Sicherheitsfeature im Prinzip. Das ist extra eine lange Schraube und erst dann geht die Kiste wirklich auf. Ich sag mal so, ja, Sicherheitsfeature ist ganz nett. Ich finde das ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also man sollte ja selber schon wissen, wenn man solche Maschinen hier bedient, worauf man zu achten hat und dass man vielleicht nicht im laufenden Betrieb da reinfasst. Das versteht sich eigentlich auch von selbst. Das fand ich jetzt hier wirklich viel einfacher gelöst. Ich mache das Ding zu. Auch oben ist wieder ein Sicherheitsschalter drin. Das haben Sie ja alle. Mache das hier zu und fertig. Genauso geht das hier unten. Jetzt habe ich hier den Hebel noch im Weg. Okay, so. Da geht das genauso. Man kann dann eben auch vernünftig das Band wechseln. Das ist alles kein Thema. Das ist bei beiden Maschinen eigentlich gleich. Man kann es auch hier sehen. Man sieht hier also so eine Schraube drin und bei der Record Power ist hier auch eine Schraube drin, die muss man vorher rausnehmen. An der Stelle muss man den Anschlag jetzt noch abnehmen, um das Sägeband rauszunehmen. Das braucht man hier eigentlich nicht, weil wir haben ja hier so keinen Anschlag. Das fand ich jetzt eigentlich sehr komfortabel bei dieser Maschine hier. Aber von der Stabilität und von der Massivität ist diese Maschine halt eine ganz andere Liga, ne? Das ist auch der Grund, warum ich mir die gekauft habe. Ich möchte ganz gerne größere Massivhölzer hier durchschicken und bei dieser Maschine. Ja, die kommt dann schon an ihre Grenzen, ne? Ich habe euch jetzt mal rumgenommen, um die Rückseite von den beiden Maschinen mal zu zeigen. Ihr könnt an dieser Stelle hier hinten, könnt ihr auch den Entspannhebel sehen. Das ist dieser hier. Den gibt es an der Stelle hier auch. Das heißt, man kann das Sägeband entspannen, wenn man die Maschine nicht nutzt. Sollte man auch, damit sich das Blatt nicht lenkt. Und hier ist natürlich der normale Spannknauf. Genauso wie da bei der anderen Maschine. Was jetzt hier zusätzlich noch ist, und das fand ich auch sehr schön, ist eine Arbeitsleuchte. Allerdings weiß ich nicht, warum man die hier hinten angebracht hat. Ich hätte sie eher vorne angebracht, direkt hier über dem Sägeblatt. Ja, ist halt so, funktioniert soweit auch ganz gut. Das hat die Record Power jetzt nicht, die hat eben keine Beleuchtung, aber da werde ich mir noch was einfallen lassen, denn ich hatte ja vorher bei dieser Maschine, bei der Holzmann, mir auch noch was Zusätzliches überlegt. Und sowas in der Art werde ich mir wieder bauen, dass ich hier auf jeden Fall wieder Beleuchtung habe. Ansonsten ist die Maschine eigentlich ähnlich aufgebaut. Wenn man hier rüber geht, dann sieht man hier die Verstellmöglichkeit für die Höhe des Sägeblattschutzes hier oder der Führung. Das hat man genauso an dieser Stelle hier und da. Das sind diese beiden. Das funktioniert eigentlich genauso. Auch wenn man jetzt hier unter den Teller mal guckt, man hat also hier auch die Möglichkeit, den Tisch einzustellen. Genauso bei der Record Power. Ich muss mal ein Stück zurückgehen mit euch, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Bei der Record Power hier. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, bei der Record Power ist das alles viel massiver ausgeführt. Und das ist halt deutlich stabiler, wenn man dann eben entsprechende Hölzer damit verarbeiten will. Ja, da es ja schon so einige Videos gibt, auch zur Record Power, wie man die Maschine einstellt, will ich da jetzt nicht so viel drauf eingehen. Also man stellt natürlich die Kugellager vernünftig ein, das geht werkzeuglos. Das ist auch gut beschrieben in der Beschreibung, die zu der Maschine beigelegt wird. Auf eines möchte ich allerdings noch hinweisen. Ich habe in so ein, zwei Videos gesehen, dass man diesen Anschlag eben entsprechend ausrichten soll. Man soll den hier hinten an der Nut ausrichten. Also wenn der Tisch dann erstmal vernünftig ausgerichtet ist, dann soll man den Anschlag an der Nut ausrichten. Und ich habe dann sowas gesehen im Video, dass man halt die Schiene löst. Und wenn er dann jetzt nicht ganz parallel zu der Führungsnut jetzt hier ist, soll man die ganze Schiene ein bisschen verstellen und das im Prinzip so justieren. Das ist meiner Meinung nach nicht notwendig und es ist auch anders beschrieben in der Anleitung. Und zwar gibt es hier drunter Schrauben. Ich muss mal gucken, dass ich das mal eben löse, dann zeige ich euch das.
Hier drunter sind zwei Schrauben und hier kann man den Anschlag auch so oder so justieren. Das heißt, man muss hier nicht die Schiene lösen, um die Schiene dann komplett mit dem Anschlag, der dann ja offensichtlich verstellt ist, einzustellen, sondern man nimmt natürlich diese beiden Schrauben hier und dann kann man das auch wirklich schön parallel einstellen. Ich habe euch jetzt einfach nochmal näher rangeholt. Also hier sind zwei Schrauben drin. Damit kann man dann genau die Justage machen, indem man also diesen Winkel hier passend an diese Nut hier angleicht. Was natürlich jetzt als erstes erstmal sein muss, ich muss mir jetzt einen Unterbau bauen. Da habe ich mir auch schon was Schönes überlegt. Also ich werde im Prinzip einfach nur eine Kiste bauen, die da drunter kommt. Ich will so eine 85er Höhe realisieren. Dann komme ich bei mir hier um die Ecken und ich will das ganze Gerät dann in die Ecke schieben können. Da hinten, da ist noch ein bisschen Luft. Ich habe ja nicht mehr viel Luft hier in der Werkstatt, aber ein bisschen geht hier immer noch. Und ja, da habe ich mir einen ganz netten Hebemechanismus überlegt, wie ich die Kiste quasi aufbocke auf Rollen und sie dann durch die Gegend verfahren kann und danach wieder runtersenke, damit sie auch wirklich fest steht. Da habe ich mir was ganz Nettes überlegt. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also vielleicht habt ihr da Interesse dran. Dann solltet ihr auf jeden Fall in meinem nächsten Video wieder reinschauen. Ja, ich habe ja jetzt auch noch gar keine Erfahrung damit gemacht mit der neuen Record Power. Das heißt, ich habe gestern mal ein kleines Stück abgesägt. Das hat alles super funktioniert, das hat gut ausgesehen. Und jetzt muss ich natürlich erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Also ich muss zugeben, mit der Holzmann habe ich nicht so viel gemacht. Das lag aber auch daran, dass ich ja eigentlich nur kleinere Dinge damit vorhatte. Aber ich möchte jetzt ganz gerne mal so ein bisschen in Richtung Massivholz gehen. Ich habe noch so ein bisschen Brennholz, was man auch mal schön auftrennen könnte. Vielleicht könnte man da ein bisschen Leimholzbretter draus machen, mit verschiedenen Nuancen durch die Holzfarben eben. Sowas möchte ich ganz gerne mal machen und dafür braucht man einfach ein bisschen mehr Schnitthöhe. Die hat jetzt hier 13 cm Schnitthöhe. Ich glaube, die hat jetzt hier nur 9 oder 9,5 cm. Aber an sich hat dieses Maschinchen gut funktioniert und es war einfach der Grund, dass ich schon lange mit der Maschine geliebäugelt habe, mit der Record Power. Und jetzt habe ich einfach mal zugeschlagen. Und aus dem Grund werde ich jetzt diese hier weiter benutzen, damit meine Erfahrungen sammeln. Da werdet ihr natürlich auch ein paar Videos dann sehen dazu demnächst und mal schauen, was sich so ergibt. Ja, das soll es in diesem Video erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das war ein bisschen informativ für euch. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mir natürlich gerne im Chat Fragen stellen, beziehungsweise unten in der Beschreibung. Und ich antworte auch gern. Und ja, wenn ihr solche Videos mögt, dann würde ich euch vorschlagen, mich zu abonnieren. Drückt die Glocke, dann seid ihr informiert, wenn neue Videos kommen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und bis demnächst. Tschüss zusammen.